Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr. Auch heute geht es um eure Fragen an Daniel Schröder. Hey Daniel, cool, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Hi. Ja, gerne, gerne. Ich bin mal gespannt, was jetzt hier so kommt. Ja, fangen wir direkt an, oder? Klar, los. Du hast das Laufen mit Cashew als Krieg beschrieben. Das war für mich ein absoluter Volltreffer, denn mit meiner Borderhündin ist es auch so. Wie blendest du das Geschrei aus und hast du besondere Trainingstipps für solche Hunde? Ja, also das Geschrei auszublenden. Also beim Laufen, der Cashew ist ja so, der wird immer gefallen. Also es ist beim Laufen, der gibt halt Gas wie eine Bombe und feuert halt durch, aber er möchte gefallen. Also es ist jetzt nicht, er ist halt, ich weiß halt immer, dass man sich auf ihn verlassen kann. Das ist halt super. Bei Hunden, die halt, bei Border Collies erlebe ich das auch häufig, die so überdrehen. Da ist eigentlich ganz gut, die mal, wenn die zu hoch aufdrehen, einfach mal und dann Unsinn machen, einfach mal ins Blatt zu legen, mal ein bisschen runterkommen zu lassen, dass die einfach merken, dass sie so nicht weiterkommen. Machst du deine Ausbildung zum Leistungsrichter nach Corona weiter? Voll krass, ich wusste gar nicht, dass du das machst. Ja, ich habe da richtig hart Bock drauf. Also ich mag es mega gerne, Wege zu stellen, auch zu sehen, wie die Leute das laufen. Und das Spannende dabei ist ja einzuschätzen, was zu schwer und was zu leicht ist. Das wird also die größte Herausforderung sein. Da habe ich richtig Bock drauf und ich habe auf jeden Fall vor, das weiterzumachen, ja. Cool, geilo, sehr gut. Kannst du einschätzen, wer die Glückwünsche und alles, was halt nach Siegen kommt, ernst meint und wer es einfach nur sagt, um bei dir besser dazustehen? Ich weiß gar nicht. Also ich sag mal so, um jetzt bei mir besser dazustehen, das bringt ja in dem Sinne auch keine großen Vorteile, denke ich mal. Also ich habe darüber noch nie so nachgedacht. Also ich freue mich immer, wenn Glückwünsche kommen und auch wenn es Leute sind, die einen normalerweise nicht mögen und die dann mal einem anerkennen, gratulieren, ist das ja auch eine schöne Geschichte. Also wenn jetzt jemand, den ich mag, was Geiles schafft und ich dem gratuliere, dann mache ich das ja aus Respekt vor der Leistung und von daher hinterfrage ich das jetzt gar nicht in der Form. Okay. Könntest du dir vorstellen, einen Chihuahua zu besitzen? Auf gar keinen Fall. Tut mir leid, ich finde Chihuahua super süß und ich habe auch im Training welche und ich mag die auch, aber jetzt für mich selber kann ich mir das wirklich nicht vorstellen, nein. Die Antwort, die die Person direkt selber mitgeschrieben hat, wahrscheinlich lautet die Antwort, nur wenn man sie im russischen Svetlana-Style führen kann. An Christine Gericke. Herzlich willkommen zum Datenschutz. Ja, genau. Ja, an Christine Gericke, schöne Grüße. Ne? Ich liebe deine kleine Fußhupe über alles. Aber ja, zum Motorradfahren wäre es auch wirklich, wirklich geil. Aber ich habe schon genug Hunde. Ich glaube, da so ein Hund, der mir einfach da so privat richtig viel Spaß macht, nur ist dann schon schwierig. Was hältst du davon, dass Mischlinge bzw. Hunde ohne Papiere bei der WM nicht zugelassen sind? Ja, das ist wieder so eine typische schwierige Frage, die zwei Seiten hat. Ich finde es in dem Sinne nachvollziehbar, dass es halt sonst wild rumgezüchtet wird. Das sieht man ja jetzt schon bei den ganzen Border Collies, die ist immer kleiner, kleiner und schmaler und viele Hunde nur noch auf Trieb und dann vor lauter Trieb gar nicht mehr wissen, wo links und rechts ist. Das ist halt selbst innerhalb der Rassen schon ein Problem. Und wenn man das jetzt rassenübergreifend machen dürfte, könnte ich mir schon vorstellen, dass das sehr stark ausartet. Für die Leute, die natürlich einfach jetzt einen Hund aus dem Tierheim haben oder einen netten Mischling vom Bauernhof, wo es einfach so ist und wo es einfach alles toll ist, für die ist es natürlich super schade. Also es ist einfach schwierig, Mischlinge zuzulassen, ohne direkt die Nachteile mit dazu zu nehmen. Deswegen, ja, verstehe ich beide Seiten, die es gibt. Wird es bei dir nochmal eine andere Rasse außer Border Collie oder Sheltie geben? Ich kann es mir zurzeit nicht wirklich vorstellen. Ich habe viel schon über andere Rassen nachgedacht, weil ich auch Bock mal habe, was anderes zu machen, aber mir gefallen Sheltie und Border Collies einfach in ihrem Wesen und wie sie arbeiten und privat. Also da hat man einfach so viele Vorteile, dass ich das, ich würde fast sagen, Risiko nicht eingehen wollen würde, was anderes mal zu haben. Okay. Wie war der Moment für dich, als du das erste Mal realisiert hast, dass du Weltmeister geworden bist? Das ist richtig schlimm. Also direkt nach dem Lauf ist es einfach wie wenn man ins Ziel kommt, irgendwie so ein bisschen wie bei einem normalen Nuller. Du bist halt vorher super aufgeregt, kommst rein, die Last fällt von dir ab, du bist froh, dass du es mit Feder hattest und checkst erstmal gar nicht, was das für Ausmaße sind. Also es ist gar nicht so krass,
wie man sich das immer gewünscht und vorgestellt hat und 20 Jahre lang seine Träume ausgemalt hat. Das kommt dann irgendwie erst wirklich 2, 3 Tage später, wenn man alles gesagt ist, die ganzen Nachrichten gekommen sind, Glückwünsche, Anfragen und man auch irgendwie ein bisschen anders wahrgenommen wird bei vielen Leuten, wenn man jetzt auf ein Turnier startet oder sowas. Also das ist in dem Moment nicht so geil wie erwartet. Und im Nachhinein ärgert man sich dann, dass man das nicht so genossen hat oder genießen konnte, wie man sich das immer erträumt hat. Okay. Hast du Tipps für Leute, die sich den Parcours nur schwer merken können? Ja, also bei mir ging das früher immer ganz alleine und mittlerweile, ich weiß auch nicht warum, vielleicht weil ich älter werde, fällt mir das auch schon öfters mal was schwerer jetzt. Also was mir wirklich viel gebracht hat, das habe ich auch damals direkt vom Thomas und Philipp von Anfang an gelernt, ist so eine mentale Vorbereitungsgeschichte, dass man sich halt hinsetzt, die Augen schließt und versucht, den Parcours halt aus der Ego-Perspektive lückenfrei einmal durchzugehen. Also wenn man das gut schafft, ist das eigentlich schon mal die halbe Miete, weil wenn ich dann laufe, denke ich ja auch nicht mehr nach, dann laufe ich einfach. Wenn das vorher gut funktioniert hat, dann läuft das eigentlich im Parcours auch ohne Verlaufen. Okay. Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, würdest du aus heutiger Sicht etwas anders machen? Das ist auch was, worüber ich noch nie nachgedacht habe. Was würde ich anders machen? Nee, eigentlich nicht. Also ich bin mit allem, wie es war und wie es gelaufen ist, eigentlich sehr zufrieden. Und man hat ja auch aus allen Sachen gelernt, was einen weitergebracht hat. Also ich würde tatsächlich bis zum jetzigen Zeitpunkt alles genauso machen, ja. Okay. Was ist die Schattenseite? Was ist der Nachteil vom Agility Room? Ah, ich habe doch noch was zur vorherigen Frage, fällt mir gerade ein. Wir spulen zurück. Und zwar, nee, ich würde jetzt zum Beispiel, wahrscheinlich würde ich bei der Gin sind die Running Contacts gerade aufgekommen. Da hatte ich bei der, als ich die neu hatte, da habe ich einen Kurs bei der Trickmann gemacht, das hat aber nicht funktioniert. Und da hätte ich im Nachhinein auf jeden Fall der Gin noch nachträglich Wendungskommandos beigebracht, auch wenn sie immer eh super gewendet hat. Aber dann wäre es auf Distanz ein bisschen stressfreier vielleicht noch möglich gewesen. Und ich hätte mich auf jeden Fall dem Projekt Running Contacts, sobald was Gutes rausgekommen ist, direkt stellen sollen, statt auf den Toronto Offs festzuhalten. Also das hätte ich auf jeden Fall, wenn ich es jetzt nochmal machen würde, sofort geändert. Also wenn ich es jetzt nochmal neu haben würde, würde ich es eh anders machen. Aber mit meinem damaligen Wissensstand hätte ich da besser mir die Arbeit gemacht, das umzustellen. Okay. Kommen wir dann, spulen wir wieder nach vorne. Was ist die Genau. Schattenseite, der Nachteil vom Agility Room? Nachteile. Boah, das ist auch so eine Frage, da könnte man auch 2 Stunden drüber sprechen, ne? Also die Nachteile. Die Nachteile sind natürlich einfach, was man am meisten merkt, man wird mehr wahrgenommen und das führt zu Vor- und Nachteilen. Und viele Nachteile sind zum Beispiel auch Missgunst, Neid, ja, was dann zu weiteren Dingen halt führt, ne? Also es gibt natürlich. Man polarisiert halt immer mehr, ne? Wenn man jetzt fehlerfrei läuft, dann gibt es halt die einen Leute, die anderen wahrnehmen, die einen richtig feiern, die anderen Leute denken, na, herzlichen Glückwunsch, blöder Affe. Also das geht sehr, sehr viel stärker auseinander, als das jetzt früher der Fall war. Man muss natürlich auch ein bisschen gucken, wie man sich in manchen Situationen benimmt, weil wenn zum Beispiel, ich rauche ja super, super gerne Shisha und wenn du jetzt da irgendwo bist und 15.000 Kinder laufen rum, ist jetzt auch nicht die geilste Idee, eine Shisha zu rauchen. Wenn mich keiner kennen würde, wäre es ja jedem egal. Würden die einfach denken, was ist das denn für einer? Ja. Krass. Man ist schon auch irgendwie Ja, Vorbild, ne? das ist so. Also es gab mal eine WM, da hat ein Team Assistant mal ein Foto gepostet in die WM-Teamgruppe, wo ich eine Shisha geraucht habe, einfach um mich zu entspannen. So, und dann, das gab einen riesen Shitstorm. Das kann ich auch bis heute nicht verstehen, warum die Leute da so drauf abgehen. Also ich finde das natürlich super, super ungünstig als Vorzeigefunktion dann auf so einer Seite, dass das Bild dann da ist. Aber ich kann auch in keinster Weise nachvollziehen, wie Leute sich dann teilweise so krass darauf dann sich da reinsteigern können. Also weiß ich nicht. Gehört ja auch zu mir, ist auch ein Teil von mir. Also ich stehe da auch zu, aber ich achte natürlich schon ein bisschen jetzt darauf, dass ich das nicht unbedingt, wenn da 20 Jugendliche stehen, mega offen mache. Ja. Switchen wir mal komplett. Wie viel Wert legst du in der Ausbildung deiner eigenen Hunde auf das Sprungtraining? Also, ich hatte bis dato noch keinen Hund, der schlecht gesprungen ist, also würde ich sagen, gar nicht. Ich habe noch nie darauf geachtet und bin bisher super, super gut gefahren. Mein neuer Hund jetzt, der hat Tendenzen dazu, relativ, ich sage einfach mal, verrückt zu springen. Also schon eigenartig. Nicht so schön wie meine anderen Hunde. Also ich habe Gin, Cashew, Nick, die sind alle super, super gesprungen. Und die springt jetzt ein bisschen, ja, ich klinge jetzt wäre böse, aber manchmal so ein bisschen wie so ein Aussie oder wie so ein Reh. Und da habe ich jetzt, das habe ich jetzt ignoriert und habe versucht,
vielleicht zielführend ein paar Geraden zu machen, wo ich die Hürden mal was flacher gestellt habe, dass sie sich mal streckt und ein bisschen geradeaus laufen, Abstände was größer. Mit kommendem Selbstbewusstsein, was sie bekommt, fängt sie auch an, nach und nach über den Trieb, der sich auch steigert, besser zu springen, weil sie mit ihrer Sprungtechnik auch nicht schnell vorwärts kommt, was sie stört. Also ich habe da jetzt noch nie irgendwelche super tollen Special-Übungen gemacht. Also es gibt so ein paar Muskelaufbau- und Outs-Training, das habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Das fand ich auch ganz gut. Aber ja, für mich selber bisher noch nicht. Und für, wenn ich Leute habe, wo die Hunde schlecht springen, da denke ich mich dann schon da rein und denke mir Sachen aus, wie man da was dran ändern kann. Aber nicht von Anfang an Hauptsache, das mal zu machen, vorsorglich, das mache ich nicht. Okay. Nutzt du für deine Hunde Recovery-Nahrungsergänzungsmittel? Wenn ja, welche? Recovering Nahrungsmittel. Ja, wir haben ja die Gladiator-Geschichte. Das habe ich, das benutze ich aktiv und bin auch sehr, sehr begeistert davon. Das gibt es auch für Menschen. Und da muss ich sagen, das ist richtig verrückt, als ich das selber genommen hatte, das Dreivierteljahr. Ich war in der Zeit nie krank und hatte irgendwie auch immer gefühlt Energie. Ich habe mich immer richtig gefreut, wenn wieder Zeit war, so ein Shot davon zu nehmen. Also ich fand das richtig toll für mich selber. Dann habe ich gedacht, kann das für die Hunde auch nur super sein. Also ich habe damit selber sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Okay. Wie kann ich meinem Hund Shaky Medium beibringen, schneller zu werden? Oder anders gesagt, wie kann ich ihn motivieren, dass er es mehr will und sich mehr anstrengt? Denn Agility macht ihm ja grundsätzlich sehr viel Spaß und er bemüht sich ja auch. Ja, da gibt es ja mehrere Methoden. Also, was ich mir im Shelter immer sehr, sehr gut finde und viel gemacht habe, ist so ein Reizangeltraining zum Beispiel. Das macht man ja dann so, dass wenn sie sich anstrengen, dann lässt man sie gewinnen. Und wenn nicht, versucht man sie da so ein bisschen zu pushen. Also, das ist einfach erfolgsorientiert, dass die Hunde merken, okay, wenn ich jetzt nochmal beschleunige, dann kriege ich das Ding jetzt. Das muss man natürlich auch ein bisschen geschickt machen. Also, wenn die Hunde gerade Gas geben und man zieht ihnen das Ding vor der Nase weg, sodass sie verlieren, ist es natürlich ungünstig. Das ist schon mal eine Geschichte. Wenn die Hunde nicht gerne spielen, ist bei Shelties immer eine ganz tolle Geschichte, einen Futterbeutel zu nehmen, wo man dann zum Beispiel sagt, wenn man jetzt den Hund am Tag zweimal füttert, lässt man eine Mahlzeit weg, packt ihn in den Beutel und er arbeitet dann über den Tag mit dem Beutel, über Versteckspiele, über Suchspiele oder sowas, einfach Trieb auf dem Beutel dann. Das ist quasi was ganz Besonderes für die Hunde ist, dass es auch nur in Kombination mit dem Hundeführer diesen Beutel gibt. Und was natürlich leider Gottes, was mir auch super auf den Sack geht, super viel bringt, ist, die am Rand zuschauen zu lassen, wie andere laufen, rauszuholen, einfach 5, 6 Geräte geradeaus zu laufen, Bestätigung wieder wegpacken. Ich hatte zum Beispiel meine beiden Shelties, die waren trieblich am Anfang auch nicht so der Oberknaller. Da war immer einer in der Box, der andere ist gelaufen, dann habe ich sie mal abgewechselt. Oder ich habe sie sogar teilweise mal gleichzeitig ineinander laufen lassen. Die sind abgegangen wie die Sau danach. Also das können die Shelties wirklich gut kläffend, schreiend, irgendwo hinterherrennen. Das können die. Würdest du dir wünschen, dass Agility eine offizielle Sportart wird? Auf jeden Fall. Okay. Und zwar, ja, weil sie es verdient hat, ne? Also ich habe sehr, sehr viel Sport gemacht in der Vergangenheit. Basketball habe ich gespielt, Fußball, Squash, ich war im Schwimmverein und ich finde einfach, dass diese Verbandsstruktur bei uns mit 18 verschiedenen Verbänden, wo jeder was zu sagen hat und niemand kommt überein, das ist einfach ein riesen, riesen, riesengroßer Nachteil im Vorankommen unserer Sportart. Und das ist einfach in anderen Sportarten, die ich gemacht habe, in allen deutlich besser geregelt und viel stressfreier. Okay. Wer wäre in deinem Traum-WM-Team, egal aus welcher Nation, also mit welchen anderen drei Leuten würdest du gerne mal in einem WM-Team laufen, international gesehen? Boah, das ist aber auch eine Frage, ey. Also ich würde mit ganz, ganz vielen Leuten richtig gerne laufen. Mir fallen 100 Ausländer ein, mit denen ich richtig gerne in meinem Team laufen würde und bei gewissen anderen Mannschaften auch schon mal gemacht habe, wo man Mixteams machen kann. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich natürlich Tobias, Philipp und Bojena nehmen, weil das, ja, was gibt Geileres, als in dem Kreis zusammen irgendwas zu gewinnen? Also das wünsche ich mir allermeisten. Ja, cool. Glaubst du, dass man eher am Speed oder eher am Verständnis der Geräte mit dem Hund arbeiten kann? Dass man eher am Speed oder eher am Verständnis der Verständnis. Boah. Das kommt einfach auf die Hunde an. Das ist so eine Frage, die man allgemein gar nicht beantworten kann. Also meistens hängt das ja auch zusammen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein junger Hund, wenn je besser das Verständnis von ihr für die Geräte ist, desto mehr Speed gibt sie zum Beispiel auch. Wenn man jetzt einen Hund hat, der nur Speed kann und unkontrolliert durch die Gegend läuft und ich mache da noch mehr Speed drauf, dann wird das mit Sicherheit nicht zum Erfolg führen. Also, oder habe ich die Frage falsch verstanden? Nee, ich glaube, also sie ist halt sehr offen gestellt, so, ne? Deswegen glaube ich, kann man schon in jede Richtung antworten eigentlich. Was würdest du denn antworten? Ich wurde nicht gefragt. Schade. Ich habe gedacht, du bringst mich ein bisschen in die richtige Richtung.
Nee, ich finde beides halt total wichtig. Und ich finde es wichtig, auf die Hunde zu gucken, was bei welchem Hund da wichtiger ist. Zum Beispiel Cashew hat Speed wie Sau, da würde ich ja kein Triebtraining machen. Da arbeite ich am Geräteverständnis. Und bei Drive mache ich das, damit sie mehr Speed gibt. Und bei einem Hund, der komplett überdreht ist, würde ich nur am Geräteverständnis arbeiten. Ja. Ja. Welche Hunderassen außer Border Collies und Shelties haben deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach das meiste Potenzial im Agility? Ja, jetzt wo es die superschnellen Wege gibt, ist bei Large auf jeden Fall noch sind Mallis, schmale, schlanke Mallis noch sehr interessant, weil die einfach Megameter machen, also gerade große Hunde. Sonst kommt da gegen die Border Collies auch wirklich nicht viel an, kann man leider sagen. Bei Small Medium sieht das natürlich ganz, ganz anders aus. Da gibt es mega krasse Terrier, die halt oft das Problem mit sich bringen, dass sie Trieb haben oder Kopf, beides hast du da super selten. Bergers sind natürlich auch mega gefährlich, Moodies, gibt schon sehr viele, gerade bei Small Medium, spannende Gegner. Okay. Hast du in deinem Training oder auf einem deiner Seminare schon Menschen getroffen, die im Training und oder auf dem Seminar unfair gegenüber ihrem Hund waren und wie bist du dann damit umgegangen? Tatsächlich habe ich das nicht so erlebt, dass ich finde, dass es gar nicht geht. Also unfair heißt ja, der Hund bekommt Ärger für was, wofür er nichts kann. Also wenn jetzt ein Hund einen Fehler macht und total überdreht, dann in irgendwelche falsche Richtung rennt, dann sagt jemand, nein, Platz, leg dich hin oder schmeißt den Hund dann raus und der junge Hund hat eine Pause, da sage ich, super, hätte ich genauso gemacht. Und richtig unfair ist es eigentlich nie geworden, dass ich jetzt einschreiten musste. Würde ich aber dann auch tun. Also ich finde, wie gesagt, Ärger ist okay, aber nur, wenn es berechtigt ist. Okay. Ernährst du deine Hunde vor, während oder nach wichtigen beziehungsweise mehrtägigen Turnieren anders? Nein. Die bekommen ihr Becando-Futter regelmäßig, denen geht super, also die scheißen super, die sind fröhlich, das Fell ist gut, also da ist alles in Ordnung. Und diese Gladiator-Geschichte, die fängt man ja anfangs an, dass die täglich ist und irgendwann macht man das in einem gewissen Rhythmus. Da kann man es natürlich schon so legen, dass man dann kurz vorher, nach dem Turnier dann die Zusätze hat und dann nicht unbedingt 2 Tage vorher und an den Tagen selber nichts. Darauf kann man dann schon achten. Aber jetzt explizit würde ich sagen, mache ich da nicht immer so eine große Wissenschaft aus den ganzen Geschichten draus, weil funktioniert ja. Okay. Wie stehst du zu der Notwendigkeit der bestandenen BHVT-Prüfung für den Start im Agility, gerade darauf bezogen, dass die BH im Moment so aussieht, wie sie aussieht? Ja, ich habe lange keine BHs gemacht, weil ich so blöd finde, was ja wahrscheinlich schon die Antwort ist. Die Bo war mal so nett, das für mich zu machen. Also ich finde es komplett unerheblich, ob ein Hund eine tolle BH-Prüfung läuft, um mit Agility zu betreiben. Was ich allerdings sagen muss, zum Beispiel dieser Straßenteil, wenn man den jetzt, oder das heißt Straßenteil noch nicht mal unbedingt als Straßenteil. Ich fände es irgendwie geil, es gäbe einfach so ein, wie so ein Sichtungstraining statt einer BH-Prüfung, wo man dann einfach irgendwie leicht einen Parcours gestellt bekommt, 3 Hürden geradeaus, einen Tunnel, eine Hürde raus, wo man dann einfach 3, 4 Hunde zusammen hat, wie es beim Agility ist. Dann muss dann abgelegt werden oder stehen, sitzen, liegen bleiben, darf halt nicht die anderen Hunde, die am Startbereich stehen, angreifen, muss ins Ziel kommen, muss dann kontrollierbar für den Hundeführer direkt in die Bindung kommen und ordentlich angeleint werden können nach der Bestätigung. Und man muss halt einfach sehen, dass der Hund keine Aggressionen da gegenüber anderen Hunden zeigt. Dann ist das für mich auch gut. Das wäre eine Sache, die werden in 10 Minuten für 5 Hunde gegessen. Und dann wüsste man ja auch, dass der Hund keine anderen Hunde anfällt. Also, das würde mir reichen jetzt. Ja. Wie stehst du dazu, dass pünktlich mit 18 Monaten die Hunde alle Geräte im Parcours perfekt absolvieren können, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass sich bei großen Hunden die Wachstumsfuge erst mit dem 15. Lebensmonat schließt? Wie geht man da verantwortungsvoll mit seinem jungen Hund im Aufbau um? Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem. Also früher, wo die Hunde weniger konnten, war das einfach alles einfach. Da hat man mal irgendwann eine Hürde gemacht und dann das, da konnte man super spät anfangen. Ich habe immer mit meinen Hunden sehr, sehr spät angefangen. Ich glaube, meine Hunde haben mit 10 Monaten das erste Mal auf dem Agility-Platz irgendwelche Übungen gemacht und das hat immer locker, locker ausgereicht. Und ich finde es ein Problem mittlerweile, dass die Hunde, dass es so viele Ausbildungsmethoden gibt mit Running Contacts und überhaupt und zack und zick und so fort. Also die Hunde müssen, bis sie 18 Monate sind, schon sehr, 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 sehr viel können. Da bin ich schon fast ein Freund der A0 mittlerweile, weil das da schon mal ein bisschen Druck rausnimmt, weil man ja dann schon mal 2 Geräte weg hat. Wobei klar, man läuft dann ein Turnier und einen Tag später stehst du eh vorm Slalom. Ja. Von daher ist das auch nicht mit dem einen Ding so die Ultra-Erneuerung.
Ja, also ich sehe das tatsächlich mit dem neuen Wissen, was es gibt, ein bisschen kritisch. Finde aber, dass man damit verantwortungsvoll umgehen kann. Also ich selber hatte jetzt nie ein Problem mit spätem Anfang, das rechtzeitig zu schaffen, auch nicht mit, auch mit wenig Training. Weil ich glaube, wenn man es gut trainiert und ein bisschen Gefühl für die Hunde hat und da ein bisschen strukturiert rangeht, kann man das alles gut schaffen. Und das geht auch alles. Nur viele Menschen, das ist das Problem, was ich immer sehe und habe, denken immer, dass man locker mit 14, mit 4 Monaten da angefangen hat, damit die Hunde in dem Alter das können. Das ist ja ein Trugschluss. Also ich denke, es gibt die einen Leute, die fangen spät an und die Hunde sind trotzdem mit 18 Monaten toll. Und dann gibt es halt die Leute, die dem nacheifern und dann früh falsch viele Dinge tun. Und das ist für mich das Riesenproblem bei der ganzen Geschichte. Okay. Daniel, wir sind schon über die vereinbarten 20 Minuten hinaus. Eine letzte Frage. Ich habe sie bei jedem als letztes gestellt. Ich finde sie auch echt interessant. Hast oder hattest du einen Once-in-a-Lifetime-Hund? Wenn ja, warum war es genau dieser Hund? Was hat dieser Hund oder warum ist dieser Hund für dich so besonders, wie er ist? Ja, die Frage habe ich ja schon beantwortet im ersten Podcast, theoretisch. Das ist natürlich mein Once-in-Lifetime-Hund, ist einfach Cashew, weil es einfach, weil er ist es einfach, er ist es in allem. Man freut sich über ihn zu Hause, er ist immer fröhlich, er ist immer da, er ist treu, er ist lustig, man beobachtet ihn gerne, man hat ihn einfach mega gerne um sich. Und mit dem Parcours ist es einfach ein Hund, was will man mehr? Ein Hund, der alles gibt, immer gefallen will, keinen eigenen Willen hat, sondern nur dir zu gefallen und mit dem du einfach. Ach, mit dem kannst du im Pferdestall gehen. Der Hund ist einfach tipptopp, also gibt's nichts. Den kriege ich auch nie wieder, das weiß ich auch. Deswegen bin ich mega, mega schade jetzt über diese ganze Corona-Zeit, weil mir das jetzt zwei WMs wahrscheinlich klaut, mit dem Hund, auf den du dein ganzes Leben eigentlich gewartet hast und den du so auch nie wieder kriegen wirst. Ja, krass. Wenn man so drüber nachdenkt, ist das schon, also da hängt halt viel mehr dran, ne? Ja, also das mit Cashew jetzt, das ist richtig, richtig, richtig hart bitter. Ja. Für mich jetzt. Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du hier nochmal Frage und Antwort gestanden hast. Richtig cool. Ja, gerne, gerne. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch. Ich danke. Macht's gut. Ciao, Ciao. ciao.